So, hallo Leute, ja, ich weiß, dieses Video kommt ein bisschen spät. Gestern hatten wir das, dass wir die Expedition, dass ich euch das gezeigt habe, was man für wertvolle Ressourcen rausbekommt. Heute gucken wir uns mal an, was ich bekommen habe. Holz her. Oh, es hat Erfolg. 1200 Stein, viel. Braucht man nicht farmen gehen. 300 Holz, ja. Glatte 84 als viel Pechschwarzes kriege ich irgendwie immer. Das kriege ich auch immer. Malahit habe ich jetzt auch mit gerechnet. Ob sie nicht wirklich, aber das ist schon viel. Dann den zweiten ausgelagert. 90%. Metall 200. Stein 500. Holz 200. Festrang brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Malachit brauche ich auch nicht. Das ist so das, was man da bekommt. Okay. Holz wieder, Stein. Brauche ich nicht. Malachit ist aber jetzt echt viel. Richtig viel. Blitz. Faserkräuter 72. Plank 21. Blütenblöcke 42. Brauche ich nicht. Panzerband. Rohrerz kann man immer gebrauchen. Speck auch. Aktive Energiezelle eine geht. Rostig ist brauche ich nicht. Holo immer, Sprengrohr immer, das brauche ich nicht. Malahit schon wieder, brauche ich auch nicht. Ja, hier guck mal, hier kriegt man schon wieder Stein, Holz, Metall. Brauche ich nicht. Noch was? Schon wieder. Nur 5 Metall und 45. Und die restlichen Dinger brauche ich auch nicht. Also das ist so, dass das man rauskriegt. Ich denke mal, unter euch, diejenigen, die dabei sind, die würden das Zeug wahrscheinlich eher brauchen als ich. Jetzt gucken wir uns noch mal hier kurz durch. Die drei Missionen würden mich interessieren. Da kriege ich wahrscheinlich guten Loot raus für heute Abend. 22 Stunden. Na, eher morgen 24 Uhr, also 0 Uhr.